1770 entdeckt der Engländer Cook die Ostküste Australiens und nimmt sie als Neu-Süd-Wales für Großbritannien in Besitz. 1788 Anfang der Besiedelung Australiens durch Weiße. Ansiedlung von fast 800 Verbrechern in der Botany Bay, dem späteren Sydney. Es entsteht die Gefängnisprovinz. 1829 Gründung der Kolonie Westaustralien. Die Firbeck-Familie hat sich mitten im Busch einen Platz ausgesucht, auf dem sie sich niederlassen will, um eine Farm zu gründen. Nach anfänglichen Streitigkeiten zwischen Jason Firbeck und seinem Sohn Luke hat man sich, wenn auch nur vorübergehend, arrangiert, um die Familie nicht auseinanderbrechen zu lassen. Mitten in die Aufbauarbeit taucht der Sohn eines ehemaligen Nachbarn der Firbecks aus England auf, Arthur Cope, und bleibt bei den wilden Siedlern. Luke ist nicht begeistert von dem Schwächling, wie er ihn nennt, zumal seine Schwester Jessie sich auch noch mit ihm anfreundet. Als Cope eines Tages vor einer Militärstreife Reis ausnimmt, wacht in Anna der Verdacht auf, der junge Mann würde gesucht. Schon mehrmals hat er durch sein scheues und sonderbares Benehmen den Zweifel der Siedler geweckt, aber man traut ihm keine Schlechtigkeiten zu und betrachtet ihn einfach als Sonderling. Letzten Endes war das keine Seltenheit, denn das wilde Land hatte schon so manchen Charakter völlig umgeformt. Lieutenant Robarts stellt Nachforschungen an und es stellt sich heraus, dass Arthur Cope ein ehemaliger Sträfling ist. Luke, um das Wohl seiner Schwester besorgt, hilft bei der Ergreifung Copes mit, den man kurzerhand vors Gericht stellt. Die von einem anderen Distriktgericht gegen Sie bereits verhängte Strafe, die Sie infolge Ihrer Flucht nicht verbüßt haben, ist der zuzurechnen, die sich aus der Verurteilung der in diesem Distrikt begangenen Straftaten ergeben hat. Das Gericht hat daher Folgendes beschlossen. Stehen Sie auf. Der Verurteilte erhält 20 Peitschenhiebe. Die Strafe wird morgen früh vollstreckt. Es ist Ihretwegen an mich appelliert worden. Aber ich bezweifle, dass der Angeklagte sich ohne eine deutliche Bestrafung bessern wird. Allein seine Flucht nach dem ersten Prozess spricht dagegen. Speziell in diesem neuen Land ist Disziplin Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Sie werden deshalb zu einer Besserungshaft von 4 Monaten in Fußeisen verurteilt. Der nächste Angeklagte. Mr. Luke! Ja? Sie haben die Räude. Die letzten Schafe, die Sie gekauft haben, sind alle krank. Wir müssen sie raussuchen. Das ist zu spät, viel zu spät, Mister. Sie haben sich längst angesteckt. Halt keine Reden! Weitermachen. Pause beenden, verfressene Schweine. So, rein da. Ich bin gespannt, ob das was nützt. Ganz egal, wir müssen es versuchen. Das ist unsere letzte Chance. Wir brauchen Wasser, Jesse. Kommt sofort, Sam. Und das nächste Gatter auf, Shep. Mach ich, Master. So, rein mit dir, damit du deine Räude los hast. Wasser, Jesse. Ja, da, Luke. Ist noch genug Pulver da? Ja, es müsste reichen. Vorsicht, Morgan, die hauen dir ab. Keine Angst, das Gatter ist wieder zu. Ich hab den letzten Sack mitgebracht. Wir haben's ja. Wenn's nicht reicht, hol ich noch was. Das wird reichen, glaub mir. Mich interessiert was ganz anderes, ob's auch hilft. Pass mal mit an, Chef. Heb den Balken hoch.
Ich hoffe, ihr habt Glück, Jesse. Ich hoffe es auch, Anna. Vater hat gesagt, gegen Reut ist kein Kraut gewachsen. Wo ist der Sack, Vater? Da drüben bei dem Lederzeug. Da müssen wir wohl gehen. Soll ich den Wagen holen, Meister? Warte morgen, das hat noch Zeit. Komm! Ja. Ich habe ein Paket für ihn mit etwas zu essen. Sie sind jetzt gerade bei der neuen Straße. Glaubst du, dass du es durchkriegst? Ach, Jesse. Sie stellen sich das sehr leicht vor, Anna. Das ist strengstens verboten. Es ist für Jesse. Sie kennen doch den Lagerleiter. Ich möchte da nicht reingezogen werden. Ich bin es ihm schuldig. Es war mein Fehler. Und Miss Jesse? Hat sie damit zu tun? Ja, sie mag ihn sehr. Bitte versuchen Sie es. Also schön. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Das ist dem Sträfling Cope auszuhändigen. Hat er das andere auch bekommen? Natürlich. Es ist mit der Lagerleitung abgesprochen. Weiter, sonst kriegst du 20 auf die Fußsohlen. Du bist keine Ausnahme. Jetzt zahlen wir den Preis für deine billigen Geschäfte, mein lieber Bruder. Schlechte Qualität hat sich noch nie gelohnt. Jedenfalls haben wir die wertvollen Tiere gerettet. Das ändert nichts daran, dass er schlecht eingekauft hat. Na komm, bewegt euch mal ein bisschen. Das ist ja fürchterlich. Da geh rein da. Fairbeck, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Die Familie wünscht, dass ich mich für einen Sträfling einsetze, den sie kennt. Wer ist denn dieser Fairbeck überhaupt? Das sind wilde Siedler, Sir. Auch das noch. Setzen Sie irgendwas auf. Da ist noch etwas, Sir. Sie erinnern sich an Lieutenant Roberts, der Neffe von Lord Carden. Lord Cardens Neffe, ja. Ich kenne seine Schwester sehr gut, Lady Caroline. Lebt sie hier? Gott sei Dank nicht, in Richmond. Sie ist eine bemerkenswerte Hausfrau. Er empfiehlt persönlich, einen Entlassungsschein auszustellen. Er teilt mit, er würde die volle Verantwortung übernehmen. Dann sehen Sie mal zu, was sich machen lässt. Ich möchte Carden nicht verärgern. Da haben Sie recht, Sir. Macht, dass ihr reinkommt! Ihr sollt in eure Bude gehen! Wo ist das her? Das ist nicht zufrieden! Das gehört mir! Was rüber! Nein! Ihr sollt das hergeben, ihr Bastarde! Lasst es los! Nein! Das gehört mir nicht auf den dreckigen Finger weg! Erfahrung reicher. Mehr Geld muss jeder zahlen, Luke. Mit dem Rest machen wir weiter. Außerdem gibt's bald eine Menge Nachwuchs. Verdammtes Land! Wir werden es dir zeigen. Cope, heb's auf. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Steh gefälligst auf, du Stinktier, sonst zieh ich dir das Fell über die Ohren. Steh auf! Ich schicke Ihnen gleich Hilfe, Sir. Vielen Dank. Was ist mit Ihnen da? Zur Bestrafung, Sir. Sie warten auf den Doktor. Hier ist ein Wagen vom Weg abgekommen. Holen Sie ein paar Mann zur Hilfe. Ja, Sir. Aber heute noch.
Miss Anna, haben Sie gesehen, wer da ist? Wer? Arthur Cope. Was? Wir haben es geschafft, dass er in 8 Tagen entlassen wird. Was? Ein Jammer, wie der Junge aussieht. Er hat eine ganze Menge mitgemacht. Wird er vielleicht jetzt schon wieder bestraft? Ja. Haben Sie nicht gesagt, Sie haben einen Entlassungsschein für ihn? Wie gesagt, in 8 Tagen. Hört auf zu flüstern da vorne. Wie sollen denn die Männer schieben mit den schweren Ketten an den Füßen? Vorwärts! Bereit, Sir. Ja, hallo! Hey! Na los! Vorwärts! Los! Na, los! Den kriegen wir so nicht raus. Wir sollten ihn abladen. Leer geht das besser. Hier! Vorwärts! Los! Hey! Ja, ich glaube, wir laden ihn ab. Sieh mal an. Arthur Cope, das Milchgesicht. Keine Bewegung. Was soll das? Du hast mich da reingebracht. Ich bin gekommen, mich zu bedanken.
Mit dem Ding da hat man viel mehr Mut. Stimmt's? Man darf nicht nur halten. Man muss auch abdrücken. Dazu bist du zu feige. Ich werde abdrücken. Das war Luke. Er wird sich einen Fasan holen. Nichts, um es wieder zu laden. Schmeiß es weg. Das Gewehr nützt dir nichts mehr. Du musst jetzt deine Fäuste gebrauchen. Du erbärmlicher Feigling. Lässt mir keine andere Chance. Ich werde dich schon noch klein kriegen. Dreh dich um. Nicht. Einmal mit der Peitsche berührst, bring ich dich um, ich schwör's dir. Auf diesen Augenblick. Auf den Augenblick habe ich gewartet. Das sieht man an deinem Gesicht. Man kann es sehen, es steht in deinem Gesicht geschrieben. Das Land hat dich zum Tier gemacht. Du solltest mal in einen Spiegel gucken. Es ist nur noch schlimmer. Wir suchen Cope. Er ist ausgebrochen. Der arme Kolbe. Habt ihr ihn gesehen? Nein. Der wird bestimmt hier auftauchen. Seien Sie vorsichtig. Der Schuss vorhin. Ein Schuss? Ja, vorhin wurde geschossen. Luke! Du machst mich und alle anderen dafür verantwortlich. Dass du ein Schwächling bist, bei jeder Gelegenheit kneifst. Nimm mir die Fesseln ab. Und außerdem, was willst du hier? In einem Land, von dem du selbst gesagt hast, es sei ein Land für Tiere. Ein Land, in dem man töten muss, um leben zu können. Geh nach England zurück! Bis es dunkel ist. Und dann verschwinde. Wenn dir das noch hilft. Luke!
war los? Ich habe mich verletzt. War Arthur hier? Nein. Ist Ihnen schon wieder ein abgehauen, Lieutenant? Arthur Cope! Er muss völlig verrückt sein. In einer Woche hätte man ihn sowieso entlassen. Mit einer Sache hatte Cope recht. Dieses Land ist für Tiere. Macht es Ihnen Spaß, die Menschen zu schinden, Lieutenant? Es kann Ihnen ja nichts passieren. Sie haben ja Ihre Befehle. Ihr quält die Menschen so lange, bis sie völlig verzehrt sind. Was hat dieses Land aus uns gemacht, Jesse? Ich sag dir was, du Menschenschinder. Die Tiere werden gewinnen. Eines Tages.